Hallo liebe Pixels und Pixies, mein Name ist Daha und herzlich willkommen zurück zu Orcs Must Die 1 Level 2 Die Gabel. So, gehen wir mal in unser Zauberbuch und gucken mal, was wir so alles Schönes haben. Also klar, die Waffe behalten wir. Super cool. So, ich würde auf jeden Fall sagen, wir nehmen die Bodenfalle. Wir haben hier so ein paar Sachen, die haben wir aus den DLCs. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Weiß auch nicht, ob ich das so gut finde, aber ja. Das brauchen wir nicht. Das ist cool. Die Pfeilwand ist auf jeden Fall super cool. Das ist cool. Und ja, können noch eine Deckenfalle nehmen. Genau, und das war's dann. Brettfluggegner. Okay, brauchen wir vielleicht gar nicht so sehr. Ich sag mal, das nehmen wir, das nehmen wir, das und das. Dann gucken wir uns mal an. Wir haben 2-4 zur Verfügung. Wir haben Orks, die sowohl da als auch da rauskommen können. Das heißt, auf die Verteidigung der Flure würde ich mich erstmal, also dieses gegabelten Gangs würde ich mich nicht konzentrieren. Das halte ich eher für Quatsch. Wir verteidigen lieber diesen Gang hier. Da können wir doch mehr ausrichten. Würde ich sagen. Jetzt auf 5 gehen wir das drehen. Mit 3 bauen. Aber ich kriege hier nur 2 nebeneinander. Finde ich ein bisschen wenig. Okay. Also wir könnten 4 von der anderen Sorte bauen. Aber wie bauen wir die? Weil ich finde die gar nicht so effizient, wenn die da... Guck mal, hier ist das. Also was ich erstmal schön finde, ist das Spiel. Läuft sich eigentlich ganz gut. Wir müssen gucken. Ich glaube, wenn wir den... dahin bauen, dann haben wir da... Das, wir sollten den schon so machen. Dass er dahin, also nicht ganz an die Wand dran, sondern so. Wer will mehr fallen? Ich! Dann können wir 2 bauen. So, 2 auf der Seite. Dann sollten wir das hier genauso machen. Kann man jemals zu viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Und dann sagen wir mal los und dann gucken wir mal, was passiert. Beide Seiten aufgehen. Ach, geht nur eine Seite auf. Okay. Schüsse. Okay. So, jetzt haben wir ein bisschen was übrig. Und ich würde sagen... Lassen wir das doch so. Allergisch gegen Klingen, hä? Ja, dann hier. Das ist meine Pfeile! Oh, das hat sicher wehgetan. Oh, alle tot. Aha! So, und jetzt haben wir auch genug, dass wir 2 hiervon bauen können. Und dann... So, gucken wir nochmal. Jetzt kommen sie auch von beiden Seiten. Oh. Ja. Oh, wie süß. Das hat gesessen.
Also so schön, das macht Spaß. So. Zeit für ein Picknick. Da bauen wir einen hin, da bauen wir einen hin. Da wollen wir eine hin haben, da. Es wird richtig wehtun. Da. Da können wir das wieder verkaufen, dann machen wir das mal gleichmäßig auf beiden Seiten. Das ist schon ziemlich fies. Und dann entfesseln wir die Horde. Yes, okay, von links und rechts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich meine, immerhin, wir sind erst einmal durch. Voll in die Fresse! Alle besiegt! Ja! Yes! So. Ja, wieder 5 Schädel. So, dann gehen wir mal zu den Verbesserungen. Verbesserungen kaufen. So, das machen wir jetzt nach jedem Level. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, die Sachen, die wir hier bauen können, zu verbessern. Wir haben 10 Schädel. Was wir machen können, ist, wir können hier irgendwelche Verbesserungen kaufen. Also meine Lieblingsfalle ist tatsächlich die. Muss ich zugeben. Kann nur an der Wand platziert werden, aber die ist wirklich cool. Wenn man die gut platziert, die ist richtig gut. Die ist gegen Bodeneinheiten richtig gut. Und die ist halt cool, weil billig. Also billiger geht's nicht. Aber die kann man halt auch, wenn sie hoch genug an der Wand platziert, auch gegen Flugeinheiten einsetzen. Deswegen wollen wir die so schnell wie möglich verbessern. Das machen wir jetzt. Alle Verbesserungen sind endgültig, keine Rückerstattungen. Yep, nehmen wir an. Ja. Seht ihr? Nochmal geht's leider nicht, die ist schon verbessert. Das heißt, das könnten wir alles noch verbessern. Muss mal gucken, wie es sich im Laufe des Spiels so ergibt. Aber das ist mein Lieblingsfall, deswegen verbessern wir die. Ja, würde ich sagen. Schön. Menü. Kann sich das mal angucken. So, den Korridor haben wir geschafft mit 5. Die Gabel haben wir geschafft mit 5. Jetzt kommt die Ecke. Das heißt, viel Spaß beim selber Schlachten von Orks in Orks Must Die. Wünscht euch euer Aha.